Die chronisch-venöse Insuffizienz kennen die meisten, und zwar in Form von sogenannten Krampfadern. Das bedeutet, dass man im Bereich der Unterschenkel plötzlich die Gefäße in Form von blauen, geschlängelten Veränderungen gut erkennen kann. Und was steckt jetzt eigentlich dahinter? Bei der chronisch-venösen Insuffizienz steckt eigentlich, ja, so wie in dem Wort schon drin steckt, ein Unvermögen, also sozusagen ein Schlussdefekt der Venenklappen. Und normalerweise strömt das Blut von unten nach oben zum Herzen hin und die Venen besitzen sogenannte Venenklappen. Wenn diese Venenklappen nicht mehr schließen, dann sackt das Blut wieder zurück und das staut sich dann eben im Bereich der Unterschenkel an. Das ist dann ja die chronisch-venöse Insuffizienz. Und wenn das Blut nicht mehr richtig abtransportiert werden kann in Richtung des Körpers, sacken die Gefäße aus und man erkennt dann eben plötzlich diese Gefäße, die bläulich hindurchschimmern. Die chronisch-venöse Insuffizienz wird in verschiedene Stadien eingeteilt, je nachdem, wie ausgeprägt die Erkrankung ist. Und das Gute ist, wenn man das früh diagnostiziert, kann man einiges dagegen tun. In den ersten Stadien kann man zum Beispiel erkennen, an den Füßen so kleine Gefäße, dann kann es immer wieder zu einer kleinen Schwellung der Unterschenkel kommen und im Verlauf bei sehr ausgeprägten Stadien kann es auch mal zu einer Öffnung der Haut und zu Wunden kommen, die nicht mehr richtig ausheilen. Von daher ist es wichtig, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen und frühzeitig zu behandeln. Das kann erfolgen, zum Beispiel, indem man Kompressionsstrümpfe trägt, indem man regelmäßig Sport macht, sich bewegt, lange stehende oder auch sitzende Tätigkeiten vermeidet und auch eigentlich kleine Übungen durchführt. Also immer wieder die Muskeln, die Waden aktiviert, so wie ich jetzt gerade vor dem Bild, ohne dass man es aktiv sieht. Denn dadurch drückt der Muskel das Blut in den Venen wieder nach oben. Und das ist ein kleiner Trick, die Muskelpumpe. Das sind einige Möglichkeiten, die helfen. Wichtig ist aber auch, dass man einmal beim Hautarzt vor Ort eine Ultraschalluntersuchung durchführt oder auch beim Gefäßchirurgen, damit er schaut, ob nur die oberflächlichen Venen oder auch die tiefen Venen betroffen sind. Denn wenn die tiefen Venen betroffen sind und man behandelt dies nicht, dann gibt es bestimmte Komplikationen und nicht zuletzt auch eine Thrombose, die entstehen kann. Also wenn das Blut lange in den Unterschenkeln verweilt, dass es dann gerinnt. Und das ist dann schon etwas, wo man schnell handeln sollte. Aber ganz grundsätzlich allgemeine Tipps beachten und falls solche Beschwerden bestehen, können Sie uns gerne 24/7 kontaktieren. Wir helfen Ihnen weiter und begleiten Sie im Verlauf.